Hallo und herzlich willkommen zu den GamesBird News. Mein Name ist Sascha, wir haben heute den 9. November und folgende vier schöne Themen für euch. PlayStation 4 Pro, Fortnite Battle Royale, Destiny 2 und Spider-Man. Wer eine PS4 Pro besitzt, freut sich über schärfere Grafik, höhere Auflösung, aber ärgert sich wahrscheinlich auch über das teilweise sehr, sehr laute Lüftergeräusch. Und das nervt natürlich bei vielen, vielen Spielen. Jetzt gibt es aber ein neues Modell, das hat Sony klammheimlich veröffentlicht, und zwar im Bundle mit Red Dead Redemption 2. Das hört auf die Modellnummer CUH7200. Und ist leiser als das alte Modell. 55 Dezibel ist die Lautstärke bei den aktuellen PS4 Pro Modellen und nur noch 48 Dezibel bei dem neuen Modell. Das wirkt sich durchaus aus. Und ja, wenn ihr noch keine PS4 Pro habt und Bock habt, eine zu kaufen, dann kriegt ihr das Ganze aktuell nur mit Red Dead Redemption 2, aber wir sind uns relativ sicher, dass das Ding bald auch allein erhältlich ist. Und dann einfach auf die besagte Modellnummer achten und eine leisere Konsole holen. Fortnite Battle Royale wird in der ganzen Welt heftig gezockt. In der ganzen Welt? Bisher nicht, denn Südkorea fehlte noch. Und das ist ja bekanntlich ein absoluter Gaming-Standort. Jetzt dürfen die auch Fortnite Battle Royale zocken und jetzt gibt es einen neuen Rekord, und der hat es in sich, festhalten. Der Sprecher von Epic Games Korea, Sungchul Park, hat nämlich gesagt, dass weltweit derzeit 8,3 Millionen Spieler gleichzeitig Fortnite zocken. Nicht wenige davon dürften in Südkorea dazu gekommen sein oder mit Südkorea dazu gekommen sein, aber 8,3 Millionen gleichzeitig ist schon eine echte Hausnummer. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass jetzt nach der Veröffentlichung in Südkorea weitere Rekorde gebrochen werden. Kaum zu glauben, aber war, Fortnite geht immer noch weiter nach oben und ja, wo hört das wohl auf? Man darf gespannt sein. Destiny 2 Forsaken lautet der Name vom großen Add-on für Destiny 2, dem bisher größten sogar. Und damit hatte man auch Großes vor, denn man wollte viele Spieler, die abgesprungen sind, weil ihnen einfach zu wenig da war, wieder zurückholen. Und obwohl Forsaken sehr, sehr viel bietet, hat es leider nicht geklappt. Im Zuge der Bekanntgabe von Geschäftszahlen gegenüber Investoren musste man nämlich jetzt bei Activision eingestehen, dass Destiny 2 Forsaken einfach nicht so gezündet hat. Man hat aber trotzdem eine Reaktion parat und die dürfte Destiny-Spieler freuen, denn man möchte in Zukunft mehr und häufiger neue Inhalte bringen, um vielleicht doch noch den einen oder anderen zurückzuholen oder zum Weiterspielen zu bewegen oder dazu bringen, seine Freunde zu animieren, das Ding zu zocken. Wir sind gespannt, ob sich das dann positiv auswirkt oder ob man einfach sagen muss, Destiny 2 Forsaken, bei aller Liebe, es hat leider nicht gereicht. Das PS4-exklusive Spider-Man ging regelrecht die Wände hoch, auch in Sachen Erfolg. Das Ding hat richtig eingeschlagen und da ist es natürlich nur gut und richtig, dass DLCs folgen. Der erste ist raus und nun hat man auch den zweiten angekündigt. Der hört auf den Namen Turf Wars und stellt den Superbösewicht Hammerhead in den Mittelpunkt. Der DLC wird rund 5 GB groß sein, der Preis beträgt 9,99 € und erscheint tut das Ganze am 20. November. Und dann könnt ihr wieder durch die Stadt schwingen und den Hammermann weghämmern. Das waren sie auch schon wieder, die GamesBird News. Heute ist immer noch der 9. November. Ich bin immer noch Sascha und dabbe out. Schönes Wochenende.